Zeuge Arthur Geisler, Deutschland, Journalist, 61 Jahre, 126. Verhandlungstag, 11.01.1965. Herr Geisler, Sie waren in welchem Konzentrationslager? Sachsenhausen. In Sachsenhausen. Ja. Und wann sind Sie nach Sachsenhausen gekommen? Im Sommer 1942. Im Sommer 1942 und sind dort wie lange geblieben? Bis zur Auflösung des Lagers im April 1945. Haben Sie in diesem, oder zunächst noch eine Frage, warum sind Sie in das Lager gekommen? Vorbereitung zum Hochverrat. Also aus politischen Gründen, ja. Und haben Sie in dem Lager Sachsenhausen auch den Herrn Dr. Lukas kennengelernt? Jawohl, er war in der Abteilung, in der ich als Sanitäter beschäftigt war, er zwei als Lagerarzt tätig. Als Lagerarzt tätig. Wissen Sie noch, wann er dorthin gekommen ist? Es ist nach meiner Erinnerung so im Spätsommer oder Frühherbst 1944 gewesen. Genau auf Monat, das möchte ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Spätsommer 1944, Frühherbst 1945. Bis zum Schluss, also er ist bis zu seiner Flucht aus dem Lager im Frühjahr 1945 im Lager gewesen, als Lagerarzt. Geblieben. Ja. Und Sie meinen also im Spätherbst, nun haben wir also gehört, er war im August noch in Mauthausen und ist dort, glaube ich, einige Wochen geblieben. Es kann also so vielleicht im September, Oktober gewesen sein. Das könnte es sein. Das könnte sein. Das könnte es sein, ja. Aber ich kann also beim besten Willen den genauen Zeitpunkt nicht mehr sagen. Nun, zunächst an Ihre letzte Aussage anknüpfend. Sie haben gesagt, bis zu seiner Flucht. Ja. Wollen Sie uns da mal etwas darüber erzählen, wieso es zu dieser Flucht kam und was Sie davon wissen? Also ich habe ja Dr. Lukas durch einige Unterhaltungen in meiner Abteilung, die ich geleitet habe, ja kennengelernt. Und zusammen mit Dr. Oftedal, einem norwegischen Arzt. Und er gab sich dieses und jenes. Und aus diesen Aussagen merkte man, dass Dr. Lukas ein Arzt ist. Eine seltene Feststellung im Lager unter den SS-Ärzten. Er legte auch weniger Wert auf diese mehr formellen Dinge, auf die die SS sonst Hauptgewicht gelegt hat. Eines Montagmorgens, ich meine mit Sicherheit, es wäre ein Montagmorgen gewesen, große Aufregung im Lager, Dr. Lukas fehlt, die SS-Offiziere zusammengerufen. Und ich weiß nur aus den wenigen, was dann durchsickerte zu uns in den Krankenbau, dass man den Dr. Lukas dort als Lump und Verräter und ähnliches tituliert habe, weil er seiner Pflicht gegenüber dem Vaterland, wie es ja damals hieß, nicht nachgekommen sei. Also das jedenfalls haben die im Lager tätigen SS-Ärzte in der Unterhaltung durchblicken lassen. Ich kann also nur vom Hörensagen über diese Zusammenkunft berichten. Ja. Das war im Frühjahr 1945 und er war also verschwunden und auch die SS wussten nicht, wohin er gekommen war. Nein, sie haben da herumgerätselt, sehr viel. Sie haben sich auch mit uns unterhalten im Lager, dann im Krankenbau, um, wie ich vermute, Anhaltspunkt zu bekommen, wohin er sich gewandt habe oder ob er vielleicht Fluchthilfe von unserer Seite bekommen habe. Das ist also meine Vermutung über die Unterhaltung mit diesen Leuten. Sie wussten auch nicht, wo er hingegangen war? Nein, nichts. Sie wussten nichts? Nein. Nun, Sie haben eben gesagt, Sie konnten feststellen, Dr. Lukas war ein Arzt. Sie wollten damit sagen, dass er nicht nur diesen Beruf erlernt hatte, sondern dass er sich auch als Arzt fühlte und sich betätigte als Arzt. Ja, genau. Und woran konnten Sie das insbesondere erkennen? Wenn ein Häftling besonders schwer krank war, wir benötigten Medikamente, die Häftlingsärzte vorschlugen, war es seitens der SS-Ärzte oft üblich, Nein dazu zu sagen.
Dr. Lukas hat die Dinge, die benötigt wurden für die Gesundung des Kranken, ohne zu zögern, immer genehmigt, hat auch selbst Patienten untersucht, was auch nicht alle SS-Ärzte getan haben. Und mit den SS-Ärzten, vorwiegend mit Dr. Oftedal, über die Maßnahmen, die man treffen sollte, gesprochen. Ja, er hat also das Seine getan, um zur Heilung dieser Patienten teilzunehmen. Ja. Beizutragen. Ja. Wissen Sie etwas davon, ob Dr. Lukas in Sachsenhausen irgendwelche Selektion mitgemacht hat von Menschen, die eventuell getötet werden sollten? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Ich habe vorwiegend in Erinnerung den Dr. Winkelmann. Und dann war ein Arzt mehrfach durchgekommen, der mir aber den Namen nach nicht bekannt ist. Es war ja so, dass aus meiner Abteilung ich einfach die Leute, die Kurven zurückgehalten habe und meine Leute dann nicht mehr hinkamen. Man musste ja versuchen, Menschenleben dort so weit wie möglich zu schützen. Ich habe keine Fragen mehr, den Zeugen. Es sind noch Fragen der Staatsanwaltschaft, bitte schön. Herr Busse, ich habe eine Frage, die ich möchte aber vorher abklären. Hat uns nicht die Schwester vorhin gesagt, dass sie in Ravensbrück war? Nicht, dass ich das etwa falsch mitbekommen habe. In Ravensbrück? Ja. Ja. Herr Zeuge, wir hatten eine Zeugin hier, die sagte, dass Dr. Lukas Ende November, Anfang Dezember 1944 nach Ravensbrück gekommen sei. Wenn ich Sie recht verstanden hatte, sagten Sie vorhin, dass Dr. Lukas bis zum Schluss bei Ihnen, also in Sachsenhausen, bis gewesen. Zu seiner Flucht, die wann also einige Wochen vor dem Zusammenbruch war, diese große Aufregung, ja. Denn wir wurden ja am 19. April, wenn ich mich richtig entsinne, auf diesen sogenannten Todesmarsch geschickt. Ja. Und da war Lukas schon einige Zeit verschwunden. Aber ich entsinne mich, dass Dr. Lukas mit Dr. Oftedal einmal davon sprach, dass er in Ravensbrück gewesen sei. Kann aber zeitlich den Zeitpunkt nicht sagen. Sie meinen also, dass nach Ihrer Erinnerung Dr. Ja. Lukas nach dem Konzentrationslager Sachsenhausen, wo Sie waren, kam, nachdem er zuvor in Ravensbrück war? Ja, so habe ich es dem Gespräch zwischen Dr. Lukas und Dr. Oftedal entnommen. Ich stand daneben damals. Kann es möglich sein, Herr Zeuge, dass Sie sich zeitlich irren, wenn Sie sagen... Absolut. Moment, lassen Sie mich bitte aussprechen. Wenn Sie sagen, er sei etwa im Frühherbst oder gar im Spätsommer 1944 nach Sachsenhausen gekommen, kann es sein, dass das erst im Frühjahr 1945 war? Es ist absolut denkbar, denn nach 20 Jahren hat man über die Monate in diesem tollen Geschehen von Sachsenhausen eine so genaue Erinnerung nicht mehr. Danke. Es war zu viel, was dort geschehen ist in diesen Monaten. Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Aschenauer, Herr Lukas selbst, sonst von der Verteidigung oder den Angeklagten niemand mehr? Herr Zeuge, Sie können das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören. Ja.